Hallo und willkommen zurück zu Expeditions Viking. Und wir sind weiter in der Stadt in Ribe und müssen jetzt noch den Süden der Stadt erkunden und gucken, dass wir das Schiff, das wir im letzten Teil von den Nordmännern erkämpft haben, dass wir das jetzt verkaufen. Schauen wir mal, ob wir da jemanden finden. Können wir das hier? Ne, können wir nicht. Gehen wir hier mal aber weiter in die Richtung Mitte erkunden. Bevor ich die Stadt verlasse, werde ich auf jeden Fall dann handeln, sodass ich da den ersten Bau in Auftrag geben kann. Dafür brauchen wir halt noch ein bisschen Holz. Dann können wir uns das auch näher ansehen. Torgir Ubenson. Mhm. Am Hafenbecken steht ein schroff wirkender Mann mit teurer Ausrüstung vor einem mächtigen Kriegsschiff und beobachtet untätig die Passanten. Heda, willst du ein Schiff mieten? Steht dein Schiff zum Verkauf? Er steckt die Daumen in den Gürtel und wippt auf seinen Fußsohlen vor und zurück. Nee. Wenn du Fracht transportieren oder verreisen musst oder wenn du einem Freund mal so richtig den Tag versauen willst, kannst du das Schiff gerne mieten, aber kaufen ist nicht. Du bist doch sicher ganz schön herumgekommen, hm? Er lächelt stolz. Na, was will ich meinen? Meine Mannschaft und ich, wir waren zusammen im nördlichsten Norden und im südlichsten Süden. Eine erfahrenere Mannschaft wirst du nirgends finden. Eigentlich nicht, man sieht sich. Hm. Willkommen zurück, Kumpel. Brauchst du mein Schiff nun doch? Nein. Ja. Ja, das ist immer noch ein ganzes Stück weiter nach Süden, also bleiben wir mal hier. Gehen erstmal wieder ein bisschen nach Osten. Hier auf der Höhe. Ja, das habe ich wohl übersehen. Rationen. Drei Fälle. Ach so, und diese Rattenplage, da werden wir uns auch noch drum kümmern. Jetzt, wo wir wieder hier sind, können wir gucken, ob jemand will, das Schiff. Nö. Die Stadtschreierin von Ribe ist eine lebhafte junge Frau mit flammend rotem Haar. Ihre spitze Nase ist mit Sommersprossen übersät und ihr freches Lächeln ist einfach bezaubernd. Ihre geübte Stimme hört man deutlich durch den Lärm des Marktes hindurch. Die Skaldin sieht dich erwartungsvoll an, als du auf sie zugehst. Guten Tag, Ehrenwerter Sane. Ich genieße einfach die Aussicht. Skaldin breitet ihre Arme aus und dreht sich im Kreis. Sie freut sich etwas zu übertrieben. Ja, na gut, nichts Neues. Willkommen zurück, gnädiger Sane. Möchtest du deine Vorräte aufstocken? Ich hätte ein Kriegsschiff abzugeben. Du hättest nicht zufällig Interesse? Sie verschränkt die Arme und sieht nachdenklich in die Ferne. Hm, zu dumm, dass es ein Kriegsschiff ist. Ich bräuchte eigentlich einen Frachter, mit dem wir unsere Waren flussaufwärts transportieren können. Aber es könnte natürlich trotzdem funktionieren. Vielleicht, wenn man ein paar Bänke entfernt. Was willst du denn dafür haben? Vielleicht 200 Ortuk-Silber? Hm, ich gebe dir 120. Ich musste hart für dieses Schiff arbeiten. 180, mein letztes Angebot. Ich habe gar nicht genug Personal für ein Schiff dieser Größe. Ich müsste neue Gehilfen einstellen, also expandieren. Riskant, was hältst du von 140? Alleine das Holz ist schon mehr wert. Da kann ich genauso gut das Schiff kurz und klein hauen und dann das Holz verkaufen. Ja, 160 zahle ich nicht dafür. Was? Mehr als 160 zahle ich nicht dafür? Das macht irgendwie keinen Sinn.
Das Schiff zu zerlegen ist aber extrem aufwendig. Die Hälfte deines Gewinns würde für die Löhne der Arbeiter draufgehen. Ich erhöhe mein Angebot auf 150, aber dann ist Schluss. Vergiss es. Wie du meinst, mein Angebot steht jedenfalls. Vielleicht finden wir noch wen Besseres. Rache ist süß. Optional hör dich auf dem Markt um, ob jemand das Schiff der Räuber kaufen möchte. Finde jemanden auf dem Markt, der das Schiff der Räuber für dich abwrackt. Mhm. Der junge Händler mit dem unvergesslichen Lispeln winkt aufgeregt zur Begrüßung. Schön, dich wiederzusehen, höft ehrenwerter Satan. Willst du dir unsere erlebene Aufwahl an Metallen und Fellen anfehlen? Könntet ihr ein altes Schiff für uns zerlegen? Der kleine Junge blinzelt ein paar Mal, dann dreht er sich zu seinem Vater um. Also, das kriegen wir hin, glaube ich. Wir haben so etwas zwar noch nie gemacht, aber das kann ja nicht so schwer sein. Wie sähe denn die Bezahlung aus? Du bekommst 100 Holz, die Hälfte davon kannst du behalten, den Rest lieferst du nach Skiern. Also ich bekomme 100 Holz. 1500 Preziosen bezahlen und 200 Holz bekommen. Okay. Da müssten wir jetzt mal gucken. Was wir insgesamt bekommen könnten. Ich muss darüber nachdenken. Also hier haben wir 100 Holz. 100 Holz. So. Dann haben wir 200 Holz. Und minus 100. Minus 500. Sagen wir mal. Ja. Du musst darüber nachdenken. Na klar, können wir sonst noch was für dich tun? Vielleicht dann einmal. So, und der andere wollte mir... Waren das 150 Preziosen oder... Ortux-Silber, das sind 1500, die wir bekommen würden. Dann müssten wir mal gucken. Da habe ich noch nicht entschieden, wie du meinst. Dann müssten wir mal jetzt mal gerade gucken, wie viel das denn wert ist. Zeig mir dein Angebot. Die hatte dann... Ach, das waren natürlich auch die Holzleute. Wir bräuchten natürlich Holz. Und daher... Ja, wenn wir Holz kaufen würden... Und darauf würde es ja hinauslaufen. Um 100 Holz zu kaufen, würden wir 960 bezahlen. Also diese 100 Holz-Option ist auf jeden Fall schlecht, wenn man das mal so sieht. Denn wir können uns einfach alles kaufen, was hier drin ist. Die 200 Holz, 500, na gut, wir haben natürlich da auch unser, gut gefeilscht, dass wir mehr bekommen. Das für 500 ist wahrscheinlich genau das, was gleich wäre, wenn wir 200 Holz und dann die 500 bezahlen, da hätten wir dann auch 1500 Gewinn, wenn das halt 1 zu 10 ist. 10 zu 1. Ja. Vielleicht dann einmal. Okay. Gut, dann werden wir aber erst nochmal weiter hier erkunden und gucken, ob wir da vielleicht oben diese Quest noch machen. Was ist vielleicht? Die machen wir auf jeden Fall, aber später. So. Aha. Farben. Das ist jetzt ein recht großer See.
da kann man drauf. Schwimmt ein Schild rum. Oh, Tuck Silber. Ja. Ja, dann erkunden wir jetzt erstmal die linke Seite zu Ende. Was ist denn das? Sind die am Essen oder die sind alle... Ne, sind am Essen, glaube ich. Die sind alle am Zubereiten. Wenn die am Essen sind, dann müssen sie ja irgendwas feiern oder so. Oder das ist so ein allgemeines Gathering. Keine Ahnung, ob die da sowas machen normal. Aber das hier ist auch umzäunt. Das schwarze Auge, das richtet sich ja auch danach mit den Torwalern. Und da gab es ja auch diese, naja, Langhäuser, aber ich glaube, das hatte auch sowas eingeschlossen, so abgegrenzte Clans. Wie hießen die denn? Also ich nehme ja, das ist auch noch was zum Abbauen. Na gut, gucken wir erstmal hier weiter. Da können wir auch wieder reisen, aber gut. Da ist Schluss. Rüstung. Ah, da ist auch Ende. Wieder Holz. So, was ist denn da los? Verzieh dich, Mardol. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich nichts habe. Meine Söhne haben dich dabei beobachtet, ihr Verfluchten. Half das sonst? Glaubt wohl, ihr könntet irgendwas. Gib endlich Ruhe, du seniler alter Sack. Ach, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Aha. Wo gehen die hin? Die gehen wahrscheinlich da oben auch an die Ecke und verpuffen dann. Ne? Ah ja, genau, mit denen kann man jetzt auch reden. Unter zwei buschigen Brauen starrte ich ein mürrisches Augenpaar misstrauisch an. Der Alte vor dir ist schlaksig und schmächtig. Sein dünnes Haar ist fast weiß, doch die ein oder andere feuerrote Strähne ist immer noch erkennbar. Was? Ich bin hier, weil ich mit jemandem über ein Schwein sprechen möchte.
Was? Wer ist Fleary? Fleary hat mir die Markierungen gezeigt. Mardols Gesicht verzieht sich vor Ärger zu einer schiefen Grimasse. Er braucht offenbar einen Moment, um sich so weit zu beruhigen, dass er dir antworten kann. Die haben doch garantiert neue Markierungen besetzt. Ich weiß einfach, dass es eines unserer Schweine ist. Wie kannst du dir sicher sein? Er funkelt dich böse an. Wenn man ein Tier von Geburt an kennt und dabei zusieht, wie die eigenen Söhne es Tag für Tag versorgen, kann man sich eben sicher sein. Mhm. Ich bin hier, weil ich mit jemandem über ein Schwein sprechen möchte. Seine Augen quellen leicht davor, als er dich mit angespannten Kiefer mustert. Diese diebischen Halftersons wollen uns das Wenige, was wir haben, auch noch wegnehmen. Schon wieder. Nur mal langsam, vielleicht kann ich helfen. Sein Blick wechselt zwischen deinem Gesicht und dem Boden hin und her, doch dann entspannt er sich sichtlich. Du willst helfen? Du bist also nicht gekommen, um mir etwas wegzunehmen? Sag mir einfach, worum es geht. Er sieht dich ungläubig an, wenn ein wenig erleichtert, ein wenig hoffnungsvoll. Die Halftersons, diese Schlangen, haben unsere fetteste Sau gestohlen. Er seufzt schwer. Neue Quest, die Halftersons und die Mardolsons. Oh Gott. Okay. Sie behaupten, es hätte ihre Markierungen, aber die Kerbe am rechten Ohr ist nur eine kleine Verletzung gewesen. Sie müssen sie größer geschnitten haben. Sollte ich sonst noch mit irgendjemandem sprechen? Mardol kratzt sich in den struppigen Bart. Meine Söhne Samr und Palni haben den Diebstahl beobachtet. Fällt dir sonst noch jemand ein? Er schaut düster drein und legt die Stirn in Falten. Ein Mann namens Bildre wohnt hier in der Nähe. Er ist mit beiden Familien verwandt. Mhm. Aber das mit der Markierung macht überhaupt keinen Sinn. Ich lade mal gerade. Und dann werde ich erst mal mit dem unten reden. Naja. Wir wissen jedenfalls, da oben, der ist das. Ja, ist das sein Haus? Müssen wir für die Quest ganz woanders hin? Naja, werden wir dann sehen. Reden wir erstmal mit dem. Der Mann, der dir gegenübersteht, der heißt auch so, hat das stramme und kernige Auftreten eines Bauern. Seine Krähenfüße und sein ergrautes Haar verraten dir, dass seine besten Jahre bereits hinter ihm liegen. Ein fettes Schwein schnüffelt im Hof herum. Er lehnt sich über den Zaun und sieht dir zu, wie du dich dem Hof näherst. Was willst du von mir? Habt ihr euch um das Schwein gestritten? Er schnieft und wicht sich die Nase vom Ärmel ab. Der alte Mardol macht wieder Ärger, beschuldigt uns des Diebstahls. Er runzelt die Stirn, als er dich mustert. Wer will es wissen? Ich bin Cordano, Sohn des Hakon, San von Skian. Ich bin stark, ich bin bewaffnet und ich habe ein Gefolge Wikinger dabei. Jemand, der diese Sache dem Jarl meldet, wenn ihr nicht aufhört. Sohn des Hakon, San von Skian. Er erhebt die Brauen beinahe bis zum Haaransatz. Na, das ist ja ein Ding. Er überlegt einen Moment. Vielleicht bist du der Richtige, um in diesem Streit zu vermitteln. Ich werde die Angelegenheit klären. Du wirst sehen, dass wir im Recht sind. Mhm. Was das Schwein angeht, er sieht über seine Schulter nach dem Tier, ist grunzt aufgeregt und sucht den Hof nach Futter ab. Dir fallen Kerben an den Ohren des Schweins auf. Was hat es damit auf sich? Das Schwein untersuchen. Die Sau quiekt und... biegt und flitzt davon, als du dich ernährst. Und sie blickt dich misstrauisch aus ihren kleinen Schweinsäuglein an. Sie hat zwei Kerben am linken Ohr und drei im rechten. Der äußere Einschnitt am rechten Ohr sieht gezackt und ungleichmäßig aus. Das Schwein hat sich also eindeutig gewehrt, als es markiert wurde. Mhm. Das Schwein untersuchen. Die Sau quiekt und flitzt davon, als du dich ernährst. Und sie blickt dich misstrauisch. Es ist dasselbe. Was behauptet Mardol denn? Fleary kaut auf seiner Unterlippe. Dass wir die Sau geklaut hätten, ihr eine zusätzliche Kerbe verpasst hätten, damit es so aussieht, als stamme sie aus unserem siebten Wurf. Schwein untersuchen. Ich habe genug gehört. Hoffentlich. Sollte ich sonst noch mit irgendjemandem sprechen?
Flire sieht rüber zu den beiden anderen Personen im Hof. Mein Vetter Halfdan und sein Mädel Ranweg waren noch hier. Sonst noch jemand? Er überlegt einen Moment. In der Stadt wohnt Bild Steven, oder Steffenson. Er ist mit beiden Familien verwandt. Ich bin so weit gehen. Mhm. Achso, dann sollten wir hier erst noch mit den anderen reden. Vor dir steht eine junge Frau, die ihr blondes Haar züchtig unter ihrer Stoffhaube versteckt hat. Sie legt das Bündel Binsen ab, mit dem sie den matschigen Hof ausgestreut hat. Sie sieht dir nicht direkt in die Augen, als sie sich zu dir umdreht. Ja, mein Name ist Cordano, ich versuche in dieser Angelegenheit mit dem Schwein die Wahrheit herauszufinden. Sie scheint sich ein wenig zu entspannen, doch in die Augen sieht sie dir immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum sie wegen so etwas Dummen streiten. Sie sieht zu Flire, dann zur Halfte an. Dann wendet sie sich wieder dir zu. Was ist dein Beruf? Ranweg zuckt mit den Achseln und ihr unförmiges Kleid lässt einen kurzen Moment weibliche Kurven erahnen. Ich kümmere mich um das Gehöft und helfe meiner Mutter und meiner Tante bei der Arbeit. Was weißt du über die Maldolsons? Sie errötet und verdeckt ihre rote Wangen mit ihren Handflächen. Ein paar von denen sind gar nicht so übel, wenn sie doch nur endlich miteinander reden und die Vergangenheit hinter sich lassen würden. Hat Flire das Schwein... Was meinst du, sollte ich über die Maldolsons wissen? Die junge Frau sieht zur Halfdan hinüber und beginnt mit hochrotem Kopf leiser zu sprechen. Halni ist so adrett, seine Stimme ist wie Honig und er ist auch so wortgewandt. Ich wünschte, sein Vater und sein Bruder würden auf ihn hören. Mhm. Ich glaube, ich sollte mir Notizen machen. Denn das kann ich mir niemals merken. Allein wie die heißen, kann ich mir nicht merken. Also, wir haben hier Ranweg. Die mag Palni. Okay. Aha. Hat Flire das Schwein gestohlen? Okay, Flire war der Haupthoshi. Flire. Hat Flire das Schwein gestohlen? Sie sieht der Sau beim Herumschnüffeln zu und schüttelt den Kopf. Das würde er nicht tun. Sie sieht dich verwundert an. Es ist doch völlig übertrieben, um ein Schwein zu kämpfen. Die Mardolsons sollen endlich Ruhe geben. Mardolson. Danke, Ranweg. Dann lasse ich dich mal weiterarbeiten. Mhm. Halfdan. Du näherst dich einem Mann, dem man die Jahre der vielen harten Arbeit ansieht. Er strahlt zwar eine grobe Stärke aus, hat aber auch einen gewaltigen Bauch. Er lächelt freundlich und streicht sich mit der Hand durch sein ergrautes Haar, bevor er dir zum Gruß reicht. Sieh dir. Der heißt Halfdanr. Eben die Hand schütteln. Cordano. Sein Handschlag ist fest und die Haut schwielig von der vielen Arbeit. Der Sohn von Hakon aus Skjern, als du ihn fragend ansiehst, fährt er fort. Ich hatte geschäftlich mit deinem Vater zu tun. Nicht wenige eurer Häuser wurden mit meinem Holz gebaut. Mhm. Gehört das Schwein Flire? Halfdan runzelt die Stirn und verschränkt die Arme. Darum geht es ja also. Er richtet seinen müden Blick auf die Sau. Wir haben so viele davon. Warum sollten wir unsere Ehre beschmutzen und eins von den Maldolsons stehlen? Was ist dein Beruf? Halfdans Brust ist stolz geschwellt und sein Blick wirkt ein wenig selbstgefällig. Meine Familie bewirtschaftet schon seit vielen Jahren den Wald vor den Toren Ribes. Wir halfen damals mit, die Stadt zu erbauen. Was weißt du über die Maldolsons? Sein Blick verfinstert sich, dann grinst er spöttig. Diese Familie bringt einfach nichts zustande und schuld daran sind natürlich die besser Situierten. Der Patriarch lehnt sich an die Mauer. Er schließt die Augen und seine Hände zucken, als würde er seine Erinnerungen wie Wasser aus einem Brunnen ziehen. Mardols Ältester war Widerstandskämpfer, als Ragnhildr damals zum Jarl ernannt wurde. In jeder Nacht wurde er feige ermordet. Mhm.
Er sieht dir mit starrem Blick in die Augen. Sie haben meinen Bruder Deligir dieser Tat bezichtigt, fälschlicherweise. Aha. Danke, Alfnar. Das ist alles, was ich wissen wollte. Mhm. Okay. Können wir noch was mit dem bereden? Der Mann, der dir gegenübersteht, hat das stramme, kernige Auftreten eines Bauern, seine Krähenfüße und... Okay. Ja. Okay. Dann gehen wir rüber. Ist ja schon ein bisschen Strecke. Ja, jetzt macht das natürlich auch Sinn. Ja, und Bildere. Bildere. Das ist Mardol. Mhm. Palni. Palni lehnt an der Mauer und sieht genüsslich dabei zu, wie sein Bruder sich abrackert. Er ist ein hochgewachsener Mann mit drahtigem Körperbau und strahlenden Augen. Er entdeckt dich, als du näher kommst. Irgendetwas sagt dir, dass er bereits jetzt eine vollständige Einschätzung deiner Person durchführt und dass du nicht gut dabei wegkommst. Palni. Bist du Palni? Seine Nasenflügel blähen sich und er rollt mit den Augen. Dann hebt er die Schultern und seufzt überzogen. Er hält einen Augenblick inne, als müsse er sich erst einmal sammeln. Eine angemessene Erwiderung deiner banalen Frage würde dies bejahen. Oh Gott. Dein Vater behauptet, die Halftersons hätten deine Sau gestohlen. Sprichst du eigentlich absichtlich so hochgestochen, damit ich mir neben dir dumm vorkomme? Dein Vater behauptet, die Halftersons hätten dir eine Sau gestohlen. Ein hässliches, höhnisches Grinsen huscht über sein schmales Gesicht. Ihre unzulässige Aneignung hätte Präzedenz. Seine Stimme klingt verbittert. Prosperität und Wirkmacht, so scheint es, verdrängen die Verazität. Oh Gott. Was weißt du über die Halftersons? Er tippt sich ein paar Mal auf die Lippen. Für das Anfechten der Ernennung des Jarls haben sie die Liquidation meines Bruders initiiert. Er seufzt sehnmütig und erschöpft. Auch wenn sein Widerspruch nicht dem familiären Konsens entsprach, so ist doch der Homizid eine übertriebene Heimzahlung. Ihre Überschreitung blieb ungesühnt. Sprichst du eigentlich absichtlich so hochgestochen, damit ich mir neben dir dumm vorkomme? Er hebt die Brauen und sieht dich mitleidig an. Dass ein proklamierter Mangel an mentaler Kapazität meine eloquente Ausdrucksweise stimuliert, ist reine Mutmaßung. Dann lass ab von deiner irrelevant affektierten Artikulation und praktiziere Brevität. Der Schreck steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er braucht einen Moment, um den Mund zu schließen und die Fassung wieder zu erlangen. Und, habe ich gestottert? Er scheint deinen Blick eine Zeit lang auszuweichen. Als er dir wieder in die Augen sieht, tut er dies mit gehörigem Respekt. Nein, du hast dich absolut klar ausgedrückt. Ich habe hier alles erledigt. Naja, es war jetzt auch nicht sehr hilfreich. Sam, Samre. Samre überragt dich bei weitem. Er trägt sein Haar kurz geschoren und trotz seines übersehbar kraftstrotzenden Körpers ist seine Haltung ausgesprochen schlaff. Er rückt bedrohlich näher, seine tiefliegenden Augen zu Schlitzen verkniffen. Er grummelt eine Zustimmung. Hallo Samre, ich bin Kodanor. Er nickt und seine Mundwinkel beginnen sich langsam zu heben. Hallo. Samre, gewaltige Arme, die den Vorschlaghammer halten, mit dem er gerade neue Zaunpfähle in den Schlamm getrieben hat, sinken herab. Dein Vater behauptet, die Halftersons hätten ein Schwein gestohlen. Haben sie das wirklich? Er sieht zu seinem Vater, der euch offensichtlich von der anderen Seite des Hofs aus beobachtet. Unser Schwein. Er stellt sich aufrecht hin und seine Stimme klingt wie ein Donnerball, der ein Gewitter ankündigt. Diese Halftersons sind Lügner! Aha. Soll
ich mir gerade noch den deren Namen aufschreiben. Halfdare sonst heißen die. Was ist dein Beruf? Er betrachtet den Holzhammer in seiner Hand und lächelt. Für Vater Sachen reparieren, kleinem Bruder helfen. Was weißt du über die Halfdars sonst? Sein Stirnrunzeln wird für einen Moment so tief, dass du fürchtest, sein Gesicht könnte sich dadurch in zwei Teile spalten. Sie haben meinen großen Bruder ermordet. Das tut mir leid, Sam. Er sieht über den Hof zu Palni hinüber. Wieso wollen sie uns denn noch mehr wegnehmen? Dann lasse ich dich mal weiterarbeiten. Tschö. Die sind auf jeden Fall so ein bisschen kaputt, würde ich behaupten. Dann müsste ich natürlich jetzt immer noch den anderen finden. Den Bilder. Naja, den müssten wir... Hier unten hatte ich noch Sachen nicht gelootet. Mit denen kann ich aber auch nochmal reden. Vielleicht hat sich da jetzt was Neues ergeben. Kann man das mit der... Mit Q und E kann man auch drehen. Okay, mit dem kann man nicht mehr reden, mit der auch nicht. Aha. Da unten bin ich auch schon rumgeschlichen. Und Erfahrung. Hey, pass auf, wohin du gehst. Da haben wir noch wen anders. Hanna Bolstenbart. Moment, nicht. Da können wir aber noch. Da können wir anscheinend ein Haus. Na, reden wir erstmal mit dem. Der Schmied im Stadtzentrum von Riebe ist berühmt für seine meisterliche Metallverarbeitung. Er schmiedet ein Schwert so mühelos, wie er einen Kessel flickt. Einer seiner Lehrlinge hämmert am Ofen herum, während der Schmied sich draußen im Hof mit dir unterhält. Heil Loxel, ehrenwerter Thahn. Bist du gekommen, um beim besten Schmied nördlich von Sachsen eine Waffe in Auftrag zu geben? Mhm. Verkaufst du Waffen und Rüstung? Solche Gegenstände fertige ich durchaus an, allerdings nur auf Bestellung. Bring mir die nötigen Materialien, dann schmiede ich dir alles, was du willst. Bei Aufträgen dieser Art stelle ich nur meine Arbeitszeit in Rechnung. Selbstverständlich biete ich auch Materialien zum Kauf an. Materialienbestand hat überhöhte Preise. Für Geld hat er einen hohen eine hohe Nachfrage. Normalerweise müsste man sich aufschreiben, für wie viel kaufen, wie viel verkaufen man alles kann. Ich komme wieder, wenn ich etwas brauche, kann ich auch mal machen, aber das mache ich dann offscreen. Erzähl doch mal, welche Arten von Ausrüstung du herstellen kannst. 3-3. Naja.
Willst du wirklich nichts? Kannst du mir bitte uns raus? Ich komme wieder, wenn ich etwas brauche. Tschüss. Hm. Wobei sich die Preise natürlich ändern können, aber ich nehme mal an, dass die erstmal erstmal so statisch oder zumindest eine Tendenz hergeben. Leer, leer. Das wird sein Ding. So, und dann haben wir dann Haus. Aha. Das scheint eine Kneipe zu sein oder so. Ich meine, das sieht genauso aus wie mein Haus. Aber, naja. Da können wir nur stehlen. Da hätten sie sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können, sage ich mal. Ein letztes Schlückchen aktualisiert. Aha. Ein letztes Schlückchen. In Gimars Haus ist gemütlich und üppig, allerdings auch ein wenig geschmacklos eingerichtet. Ja, ansonsten ist es ja auch genau mein Haus. Die Räume sind dekoriert mit allen Trophäen und teuren Staubfängern. Im Herd knistert vergnügt ein Feuer. Auf dem Esstisch vor dir stehen Holzteller mit Früchten, Käse und Konfekt bereit. Ingimar steht an einem Tischende und beißt genussvoll in einen Apfel. Seine Augen strahlen, als er dich sieht. Beim Sprechen spuckt er versehentlich kleine Apfelstückchen auf dich. Cordano, da bist du ja! Met und dazu Geschichten über die Abenteuer von Harkonnen. Wie könnte ich da widerstehen? Ach, der war das. Okay. Hier bin ich. Eine schön gedeckte Tafel hast du da. Beinahe so schön wie unser Zuhause in Skjern. Ich hätte eigentlich lieber einen Becher Met als deine Spucke. Wisch dir den Bart ab und schenk mir was zu trinken ein, alter Mann. Met und dazu Geschichten über die Abenteuer von Harkonnen. Wie könnte ich da widerstehen? Der schlachsige Mann senkt den Becher und wischt sich den Mund am Ärmel ab. Dann komm, du bist mein Gast und meine Gäste lasse ich nicht verdursten. Ingimar nimmt zwei Trinkhörner, geht damit zum Feuer und winkt dich zu ihm herüber. Dein Gefolge bedient sich bereits an Speis und Trank, während ein paar Sklaven die Tafel noch mit weiteren Köstlichkeiten bestücken. Roskva schleicht sich neben dich und ergreift zaghaft dein Handgelenk. Sie flüstert: An deiner Stelle würde ich das lieber nicht trinken. Ihre hellen Augen sehen dich hinter dem Vorhang aus dunklem Haar flehend an. Ich habe an meinem Horn Rhabarberblatt gerochen. Dieser Mann versucht uns zu vergiften. Danke, Roskva. Aha, Moral ist gestiegen. Ingimar tut so, als sei er mit seinem Met beschäftigt, aber du merkst, dass er versucht, euch zu belauschen. Aha. Ingmars und dein Trinkhorn vertauschen. Woher kanntest du meinen Vater eigentlich, Ingimar? Ingimar lehnt sich an den Herd und starrt gedankenverloren in die knisternden Flammen. Wir waren damals im selben Gefolge, im Bündnis gegen Aas. Wir waren verdammt stark, er und ich. Wir haben diesen Milchbärten gezeigt, wo der Hammer hängt. Er kichert heiser in sein Bart. Hehe, sag, wie schafft man es, dass einem Arsa schwindlig wird? Hä? Du sagst ihm, er soll in die Ecke eines Fasses pissen. Ha! Ingmas und deinen Trinkhorn vertauschen. Erfolgreich. Als Ingmas seinen Blick abwendet, tauscht du sein Trinkhorn geschwind mit deinem und hältst es in die Höhe, um ihm zuzuprosten. Der Alte tut es dir nichts an, gleich. Trink. Trink. Trinken. Auf den edelmütigen und großzügigen Gastgeber.
Er hebt sein Horn und nimmt einen tiefen Schluck. Er hat sein Horn ausgetrunken und beginnt sogleich heftig zu husten. Wahrnehmung: Sklaven betrachten. Ingimars Sklaven sehen kräftig und gesund aus. Zu kräftig und gesund eigentlich. Einer von ihnen lehnt sich vor, um dein Horn aufzufüllen. In einer Falte seines groben Gewandes siehst du eine Klinge blitzen. Wie sind Hakon und Duo auseinandergeraten? Ingimar starrt in sein Trinkhorn. Sein Blick verdunkelt sich. Dein Vater ist mit seinem Gefolge nach Westen gesegelt. Ich dachte, er hätte dort sein Ende gefunden. Erst als ich vor kurzem von seinem Tod erfahren habe, habe ich auch zum ersten Mal von seiner Rückkehr erfahren. Aufmerksam zuhören. Bitterkeit und verletzter Stolz klingen in Ingimars Stimme mit. Du kannst dir bestimmt denken, dass dein Vater und ich nicht im Guten auseinandergegangen sind. Und ich mach da keinen Sinn. Du bist nicht mit ihm gesegelt? Er schüttelt den Kopf und seufzt schwer. Nein, leider nicht. Es war nicht meine Entscheidung. Trinken. Ihr trinkt beide weiter und das Gift verursacht einen weiteren Hustenanfall bei Ingimar. Als er sich davon erholt hat, neigt er den Kopf ein wenig, beäugt misstrauisch seinen Becher und dann wird ihm endlich bewusst, was du getan hast. Ingimar stellt mit grimmigem Blick sein Trinkhorn ab. Dein Vater hat mir Unrecht getan, Kodana, meine Ehre beschmutzt. Ärger und Traurigkeit lassen sein Gesicht zu einer hässlichen Fratze werden. Dann ging der Bastard einfach fort und starb. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass Ingimar ihm diese Kränkung nicht verziehen hat. I didn't think I'd go out like this. Okay. Das wird jetzt nicht einfach, 6 verbleibend, aber immerhin sind meine Bogenschützen frei und können auch direkt komplett ballern. 75%. Werden wir mal. Ach, das hätte ich da oben hinschießen sollen. Ja, das war nicht so klug. Das ist nur eine Attacke, danach kann ich mich theoretisch noch bewegen. Der hängt da fest. Das ist die Hexe. Die haben auch 3 Bogenschützen gerade. Der hier würde, der wird gleich angreifen, wenn ich mich bewege. Der kann da nicht hin, achso, Moment. Der kann da nicht hinschießen. 70%. Schießen wir mal dahin. Hm. 80. Naja, wenn ich treffe, 2-mal wäre hinüber. Naja, nicht ganz. Schade. Ja, den müssen wir aber. Ne, den kann die hier theoretisch auch umhacken. Na. Der würde sterben, wenn wir den tatsächlich 2-mal treffen. Dass ich den. Na, Mist. Okay, dann stirbt er damit nicht. Naja, ich muss, aber. Shit. Okay, da müssen wir auf jeden Fall. Weg. Ach, die hatte doch auch die Flitsche. Ich weiß aber nicht, von wo die da hinschießen kann. Pff.
Stäubling. Schleudert einen Pilz, der explodiert und eine Wolke aus Sporen erzeugt, die sich eine Runde lang über das Zielhexfeld und die angrenzenden Felder erstreckt und für Fernkampfangriffe die volle Deckung zählt. Hm. Ja, das ist blöd, weil die ja sowieso auf beiden Seiten stehen. Ich müsste mit der eigentlich den da angreifen. Komme aber nicht in auf eine Position hin, wo das gehen würde. Also müsste ich das mit dem machen. Oder mit dem den stunnen. Das wäre auch eine Option. Ne, machen wir das so. Den erstmal weg. Dann laufen wir hier hin. Stunnen den. Dann laufen wir rüber, triggern möglicherweise den Angriff von dem. Ne, okay. Dann laufen wir mit der jetzt dahin. Bringen den um. Und können mit dem, wir könnten auch laufen und den angreifen. Der kann nächste Runde sowieso nichts machen. Machen wir einen Schritt weiter. Flankiert, ja gut, aber Sturmangriff und dann auf den. Ja, das war jetzt eigentlich klar. Leider nicht ganz gereicht, um den umzuhauen. Da werden wir den jetzt einfach so hinstellen, dass die... Ach, der hat ein Messer raus. Das ist ein Heiler. Dann kann der zumindest nicht schießen. Der kann immer noch schießen. Ja, machen wir trotzdem so. Ja. Ja, okay. Demoralisiert. Der auch. Ja, schieße ich aber jetzt trotzdem. Schießen wir den ab, wenn es irgendwie geht. Ja. Schön. Das reicht nicht, selbst mit dem... Wir könnten das machen. Oder wir schießen da Feuer drauf, dann brennt er, dann geht das durch den Schild durch. Brennen, ja. Den hacken wir um. Mhm. Und ja, da können wir einfach nur nochmal angreifen. Autsch.
Aua. Okay. Dann machen wir den erstmal kaputt. Das Demoralisieren ist weg. Dir. Arm abgeschlagen. So, der kommt da jetzt auch nicht weg. Ja gut, der wird jetzt den angreifen und wahrscheinlich umschlagen. Ja gut, hilft nix, können eh nichts mehr machen. Geplagt. Na, Mist. Okay, wen können wir aber jetzt auch einfach stunnen, dann brennt er da vor sich hin. Gunnar erlitt brustmittelschwer Schnittwunde. Da muss doch irgendwas durchgehen. Shit. Schlagen wir jetzt den Schild kaputt. Na, nicht ganz. Dann greift der den jetzt mit dem Nahkampf an, schlägt damit den Schild kaputt. Und dann schießen wir den zu Klump. Sauber. Bruch, ja. Ja, da haben wir uns ordentlich was eingefangen. Na gut, annehmen. Und die Waffe ist leicht kaputt gegangen. Jo, 3 Fähigkeitenpunkte, Quest abgeschlossen. Dann sammeln wir mal diese Hand ein. Leer. Medizin, Rationen. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen bescheuert, dass das jetzt immer noch Diebstahl ist. Kettenbeißer ist auch ein Schwert, logischerweise. Aber wieso immer Schwerter? Ja, wobei, wir haben auch einen Speer und eine Schleuder gefunden. Gut, das wäre das hier dann gewesen. Ein letztes Schlückchen.
Na gut. Ja, viel mehr werde ich dann hier auch schon nicht schaffen. Deshalb werde ich dann auch erstmal einen Schnitt machen. Und dann werden wir wohl beim nächsten Mal den Rest der Stadt erst machen. Doch ein bisschen mehr geworden als zunächst gedacht. Ja, das hier fehlt noch. Wir müssen uns noch um die Ratten kümmern, das Schiff verkaufen. Und dann eventuell mit dem Holz gucken und uns auch noch um die kümmern. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Gut, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!